Das ARD-Mittagsmagazin am wichtigsten Tag des Parlaments. Herzlich willkommen. Die sogenannte Generaldebatte im Bundestag. Nominell ist das die zweite Lesung des Haushaltsgesetzes mit dem Etat des Kanzleramts. Aber traditionell ist es der Tag im Jahr, an dem die gesamte Arbeit der Bundesregierung auf den Debattentisch kommt. Und was beschäftigt das Parlament derzeit am meisten? Chemnitz. Die Rechtsextremen und der Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen steht in dem Zusammenhang verbal unter Dauerbeschuss, seit er in Zweifel gezogen hat, dass ein Video mit rechtsextremen Übergriffen authentisch ist. Er selbst redet derzeit nicht mehr öffentlich. Über ihn geredet wurde heute aber sehr wohl. Gestern Abend Herbstempfang der Sicherheitsdienste. Traditionell sprechen hier gleich vier Behördenleiter. Diesmal spricht einer für alle. So kann er schweigen. Hans-Georg Maaßen, Präsident des Verfassungsschutzes, soll schließlich zunächst gleich zwei Bundestagsausschüssen Rede und Antwort stehen. Doch sein Bericht dringt schon zuvor an die Presse. Er schreibt, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz hat, anders als von Medien berichtet, zu keinem Zeitpunkt behauptet, dass das Video gefälscht, verfälscht oder manipuliert worden ist. Hätte er dies zum Ausdruck bringen wollen, hätte er auch die entsprechenden Worte gewählt. André Hahn wird dazu am Nachmittag für Die Linke in beiden Ausschüssen Fragen stellen, hält Maaßen aber schon jetzt für unhaltbar. Es war eindeutig, dass er in Richtung Fake News agiert hat und hat nichts davon beweisen können. Und er entschuldigt sich offenkundig nicht einmal, sondern sagt jetzt, er sei missverstanden worden. Er war nicht misszuverstehen und er kann mit diesem Papier nichts aus der Welt schaffen. Wozu sich Herr Maaßen ja überhaupt nicht äußert, und das ist eigentlich das Bemerkenswerte, sind die rechtsextremen Kaderstrukturen, die da in Chemnitz offen zutage getreten sind, die antisemitische und rechtsextreme Übergriffe, Volksverhetzung, Landfriedensbruch gemacht haben. In der Generaldebatte bezieht die Kanzlerin Position. Die schweren Taten von Asylbewerbern machten sie betroffen, so Merkel, seien aber keine Entschuldigung für menschenverachtende Demonstrationen. Und begriffliche Auseinandersetzungen darüber, ob es nun Hetze oder Hetzjagd ist, helfen uns dabei wirklich nicht weiter, meine Damen und Herren. Für die AfD hingegen war die Polizeibilanz in Chemnitz nicht anders als bei einem mittleren Bundesligaspiel. Was seither über Herrn Maaßen ausgekübelt wird, lässt sich nur interpretieren als: die oberste Aufgabe des Verfassungsschutzes ist die Teilnahme am Kampf gegen rechts. Das hätten Sie gern. Einzig der Bundesinnenminister schweigt bisher. Seehofer will sich erst heute Abend öffentlich äußern, nach der Sondersitzung des Innenausschusses. Nun redet Deutschland seit zwei Wochen über die tatsächlichen oder behaupteten Hetzjagden in Chemnitz. Und in weiten Teilen ist das inzwischen ein Streit um Worte. Darüber, ob Hetzjagd nur das richtige Wort ist. Aber kommt es darauf überhaupt an? Es gibt ja Fakten, mit denen sich ein Bild zeichnen lässt von diesem düsteren Abend in Sachsen. Und am besten lässt sich dieses Bild auf einer Karte von Chemnitz zeichnen. Chemnitz am Tag nach der Bluttat. Ultras, Hooligans und Rechtsextreme mobilisieren über das Internet spontan Menschen zu einem sogenannten Trauermarsch. Laut Polizeiangaben rund 800 Personen finden sich dazu in der Nähe des Tatorts am Karl-Marx-Monument zusammen und ziehen dann durch die Innenstadt. Bei einem Rewe-Supermarkt hindern Polizisten die Menschenmenge am Weiterlaufen. Wie aufgeheizt die Stimmung hier schon ist, zeigen diese Aufnahmen. Das System ist der Wende! Ihr seid die Wende! Schon zu diesem Zeitpunkt kommt es laut Zeugenaussagen zu Übergriffen auf Menschen nicht deutscher Herkunft. Diese Gruppe hielt sich nach eigenen Angaben in der Nähe des Rewe-Supermarktes auf. Sie wurde demnach ohne Vorwarnung von mehreren Angreifern attackiert. Also die haben so mich der hat meinen Kopf so genommen und mit seinen Knie so geschlagen. Und auf einmal so kam bei mir Blut. Ich musste einfach rennen, weil ich habe einfach schwarz so. Bei mir war schwarz. Und ich wollte einfach den Blut so halten, damit es halt nicht so viel fließt. Meine Klamotten war auch komplett Blut. Die wenigen Polizisten vor Ort sind mit der aufgewiegelten Menge offenbar überfordert. Nach wenigen Minuten muss die Polizei ihre Straßensperre aufgeben. Sprengt die Ketten! Sprengt die Ketten! Die Polizisten eskortieren die wütende Masse nun auf ihrem weiteren Weg. Hinter dem Roten Turm biegt die Menge rechts ab und nimmt dann nach einem kleinen Umweg Kurs auf die Zentralhaltestelle.
Aufnahmen einer Frau, die am Rande des Zuges die Marschierenden als Rassisten beschimpft. Kurz darauf wird sie am Filmen gehindert. Offenbar sagt ihr dann ein Polizist, sie solle weggehen zu ihrer eigenen Sicherheit. Die Menschenmenge zieht weiter, quer über den Johannesplatz. Vor einem Möbelhaus wird sie von Polizisten gestoppt. Dieses aus dem Zug der Marschierenden aufgenommene Video zeigt, Beamte setzen offenbar Pfefferspray ein. Sie verhindern so ein Aufeinandertreffen mit Gegendemonstranten. Die rechten Demonstranten weichen zurück, gehen wieder zur Bahnhofstraße. Hier kommt es zu einem Angriff, der auf diesem mittlerweile bekannt gewordenen Video festgehalten wurde. Hase, du bleibst hier. Es ist dieses Video, das bei der Diskussion um die Aussagen von Verfassungsschutzpräsident Maaßen eine zentrale Rolle spielt. Die Menge zieht weiter und biegt links ab. Hier versammeln sich die Menschen am Ausgangspunkt des Aufmarsches. Am Tatort, an dem in der Nacht zuvor Daniel H. niedergestochen wurde, keine lauten Rufe mehr, kein Skandieren. Dann löst sich die unangemeldete Demonstration auf. Matthias Mittelberg, der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, ist gerade aus der Generaldebatte raus und zu uns rübergekommen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Mittelberg, wenn man sieht, was in Chemnitz erwiesenermaßen passiert ist und vergleicht, was Herr Maaßen öffentlich geäußert hat, ist der Präsident des Verfassungsschutzes noch zu halten? Also Herr Maaßen hat ja nicht bestritten, dass es da zu rechtsextremen Exzessen gekommen ist. Auch mit Gewaltausbrüchen, auch mit Hatz gegen Ausländer und auch mit Hitlergrüßen und anderem. Das ist alles scharf zu verurteilen und darüber ist auch Herr Maaßen nicht anderer Auffassung. Er hat es aber in einen Zusammenhang gesetzt, in dem er sagt, möglicherweise hat man versucht, das bewusst zu instrumentalisieren, um von dem Mord abzuhalten. Man könnte den Eindruck haben, Herr Maaßen wollte sagen, so schlimm war das doch alles nicht. Der Eindruck ist, glaube ich, irreführend. Es ist die Aufgabe eines Verfassungsschutzpräsidenten, die Dinge aufzuklären, zur Versachlichung beizutragen und auch vor Desinformation zu warnen. In diesem Zusammenhang hat er sich mit diesem einen Video, das dort streitig zu betrachten ist, befasst und hat dazu eine Einschätzung abgegeben. Ich hätte ihm allerdings geraten, diese Einschätzung an seinen Minister zu transportieren, also an seine Oberbehörde und nicht etwa in einem Interview gegenüber der Bild-Zeitung oder wo auch immer kundbar zu machen. Nützt das, was Maaßen gesagt hat, nicht am Ende oder nützt diese ganze Debatte nicht am Ende der AfD, weil deren Thema nun jeden Tag in den Medien ist? Ja, ich glaube, es geht aber jetzt nicht um Nutzen oder wem es nicht nützt, sondern wir müssen die Dinge einfach knallhart und stringent aufarbeiten. Wir müssen klar sagen, was da an rechtsextremistischen Ausfällen war und dem muss auch klar nachgegangen werden. Die Leute müssen bestraft werden, das ist ganz klar. Wir müssen aber genauso den Taten, die diesen Protesten auch irgendwie zugrunde lagen, nachgehen und auch dort müssen die Täter konsequent verfolgt und bestraft werden. Also das Wichtige ist, dass der Rechtsstaat in keiner Richtung blind sein darf, weder nach links noch rechts noch sonst wo. Nun ist nicht nur Herr Maaßen in der Kritik, sondern auch zum Teil zumindest der Verfassungsschutz, weil man ja teilweise wirklich überrascht war von dieser Vehemenz, mit der Rechtsextreme da aufgetreten sind. Bevor wir weiterreden, gucken wir mal kurz, wie schnell sich diese Szene jedes Mal mobilisiert. Ein Todesfall erschüttert Köthen, eine kleine Stadt in Sachsen-Anhalt. Ein Deutscher stirbt am vergangenen Wochenende nach einem Streit mit zwei Geflüchteten. Tagsüber trauert die Gemeinde, doch gegen Abend kommen sie. Rund 500 Rechte und Rechtsextreme, schätzt die Polizei. Manche von ihnen extra angereist, sogar aus anderen Bundesländern. Die Stimmung wird aggressiv. Und zwar, es ist ein Krieg, und das kann man wirklich so sagen. Es ist ein Rassenkrieg gegen das deutsche Volk, das hier passiert. Der Mann, der hier vom Rassenkrieg spricht, ist David Köckert, bekannter Neonazi, angereist aus Thüringen. Heute Trauermarsch durch Köthen, so sein Aufruf über Facebook. Er macht mobil, so wie viele andere auch. Auch ich sehe seine Nachricht in meinem Profil. Denn ich bewege mich mit einem falschen Account im Netz, mit Deutschlandflagge als Profilbild. Die einschlägigen Personen und Gruppen habe ich abonniert. Es wird Stimmung gemacht seit Wochen, mehr denn je. Mit eindrucksvollen Luftaufnahmen aus Chemnitz, dazu heroische Musik. Chemnitz wird gefeiert. 15.000, die für Deutschland kämpfen, heißt es. Ich zeige die Videos einem, der sich täglich damit beschäftigt. Seinen Namen will er nicht nennen, fürchtet Anfeindungen.
Der Hamburger berät Familien und Vereine, wenn sie von Rechtsextremismus betroffen sind. Er kennt die Szene. Es wird halt so ein Szenario von, es ist alles kurz vorm Abgrund, es ist kurz vorm Ende. Wie soll es weitergehen mit unserem Land halt geschaffen? Was die Leute natürlich auch in Angst versetzt. Ne? Also es wird eine Stimmung kreiert, die quasi sagt, wir müssen jetzt was tun, sonst ist alles zu spät. Seit Chemnitz versucht die rechte Szene immer wieder Anhänger und Bürger zu mobilisieren. Auch in Hamburg vor einer Woche hin zu einer Merkel-muss-weg-Demo. Hier mischen sich rechtsextreme AfD-Anhänger und von der Politik enttäuschte Bürger. Würde Sie das denn stören, wenn hier Rechtsextremisten sind? Das würde mich nicht stören. Das würde Sie nicht stören? Nein. Ich bin selber rechts und da stehe ich auch zu. Und welche Partei unterstützen Sie? Die AfD. Ja. AfD-Politiker an der Seite von Rechtsextremen. Der Verfassungsschutz in Hamburg ist alarmiert. Wir schauen da schon sehr genau hin und gerade diese zunehmende Vernetzung und diese Schnittmengen auch mit der AfD machen uns schon große Sorge. Und es wird sehr genau geprüft, ob die rechtliche Hemmschwelle überschritten ist, dass man sagen kann, hier liegt eine Bestrebung vor, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland agiert oder nicht. Auf meinem Facebook-Profil tauchen immer wieder neue Aufrufe auf. Nach Chemnitz und Köthen sollen jetzt alle nach Gera und Zwickau kommen. Und am Tag der deutschen Einheit will man nach Berlin fahren. Matthias Mittelberg, sind Verfassungsschutz und Polizei gut genug aufgestellt gegen Rechtsaußen? Ich glaube ja. Wir haben, das zeigt gerade die heutige Haushaltsdebatte, die Haushaltsmittel für Polizei und Verfassungsschutz noch mal ganz erheblich gesteigert. Es gibt mehrere tausend neue Menschen im Personalbereich. Wir werden auch sächlich aufrüsten und wir müssen vor allen Dingen auch, Sie hatten die Mobilisierung angesprochen in diesem Beitrag, auch darauf achten, dass sich Rechte, aber auch Linke, das haben wir bei G20 im letzten Jahr gesehen, immer schneller mobilisieren. Das müssen wir beobachten. Jetzt wird es Leute geben, gerade diejenigen, die AfD wählen, die sagen, ihr redet jetzt die ganze Zeit über die Nazis, aber ihr redet nicht über beispielsweise diejenigen Ausländer, die irgendwo da kriminell werden und vorher nicht abgeschoben worden. Was sagen Sie denen? Das hat die Bundeskanzlerin aber heute auch ganz klar angesprochen, dass das noch einer der Schwachpunkte ist, dass wir bei dem Thema Abschiebung gerade von Personen, die bei uns kriminell auffällig geworden sind, einfach noch besser werden müssen. Wir haben allerdings einen auch der Humanität verpflichteten Rechtsstaat und jeder nutzt da seine Mittel aus. Wir werden jetzt sehen müssen, dass wir im Asylrecht noch bestimmte Dinge auch nachschärfen müssen, damit wir wirklich zuverlässig die Bevölkerung auch wirklich vor denen schützen, die hier schon Straftaten begangen haben oder die Gefährder sind. Herr Mittelberg, vielen herzlichen Dank. Sie müssen zurück in den Bundestag. Ich danke Ihnen. Wir gehen auch zum Bundestag mit Jessie. Genau so ist es. Wir haben ja vorhin schon kurz hingeschaut und kehren jetzt noch mal zurück zur Generaldebatte. Einem Höhepunkt im Parlamentsjahr. Die Aussprache hat heute Morgen schon begonnen und läuft immer noch. Der traditionelle Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition. Dass es dabei zur Sache geht, das sind die Beobachter gewohnt. Die Wortgefechte aber, die es in den vergangenen Stunden im Bundestag gab, waren nicht bloß nur heftig, sondern hitzig und turbulent. Es sollte der traditionelle Schlagabtausch der Opposition mit der Regierung sein. Fast schon ein Ritual in der deutschen Parlamentsgeschichte. Eigentlich sollte über den Haushalt gestritten und debattiert werden. Doch zu stark sind die Emotionen und Eindrücke seit den Ereignissen in Chemnitz und Köthen. Der innere Friede in unserem Land ist in der Tat gefährdet. Ein Riss geht durch unsere Gesellschaft. Ich glaube, da gibt es keinen Dissens. Ich fürchte allerdings, dass es erheblichen Dissens in der Frage gibt, von wem diese Gefährdung ausgeht. Nicht das Zeigen des Hitlergrußes ist für Gauland das wirkliche Ereignis, sondern, wie er es sagt, die Bluttat. Eine Menschenjagd habe es in Chemnitz nicht gegeben, das sieht die SPD anders. Die Reduzierung komplexer politischer Sachverhalte auf ein einziges Thema. In der Regel bezogen auf eine Minderheit im Land, ist ein tradiertes Mittel des Faschismus. Das haben wir heute erneut vorgeführt bekommen. Die Migranten sind an allem schuld. Und ich finde, es ist Zeit, dass die Demokraten in diesem Lande sich gegen diese Art der rhetorischen Aufrüstung, die am Ende zu einer Enthemmung führt, deren Resultat Gewalttaten auf den Straßen ist, es ist Zeit, dass die Demokratie sich gegen diese Leute wehrt. Klare Worte dazu auch von Kanzlerin Merkel. Bei allem Verständnis für Empörung und Angst, Regeln könnten nicht durch Emotionen ersetzt werden. Das sei das Wesen des Rechtsstaats. Juden, Muslime gehören genauso wie Christen und Atheisten zu unserer Gesellschaft.
in unsere Schulen, in unsere Parteien, in unser gesellschaftliches Leben. Ich bin dankbar für jeden, der sich für unsere Demokratie engagiert hat. Erst nach einer Stunde gab es die erste Wortmeldung zum eigentlichen Thema, dem Haushalt. Nachhaltige Haushaltspolitik haben Sie falsch verstanden und unsere Verfassung auch. Es gibt keine Pflicht, alles Geld auch wirklich auszugeben. Doch auch er setzte sich danach mit der Lage im Land auseinander. Immer wieder ein Thema, die Befindlichkeit zwischen Ost und West. In diesem Osten, da leben eine ganze Menge Demokratinnen und Demokraten, die unter nicht einfachen Bedingungen versuchen, die Demokratie in diesem Land zu gestalten. Und das ist nicht die AfD. Und das sind nicht die Arschlöcher, die auf die Straße gehen und Hetzen und Hitlergrüße zeigen. Lebendig, engagiert und sichtlich irritiert über das, was gerade in der Bundesrepublik passiert. Das war die Debatte an diesem Vormittag. Ja, die wollen wir noch ein bisschen analysieren mit der Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, Tina Hassel. Schön, dass Sie da sind. Ist aus der Generalabrechnung mit der Regierung sowas wie eine Generalabrechnung mit der AfD geworden heute Vormittag? Also es war auf jeden Fall ein vehementer Schlagabtausch mit der AfD. Die hat den auch direkt so ganz vorne ja eröffnet. Es war aber, das wäre mir zu wenig, es war vor allem eine ganz wirklich leidenschaftlich geführte Debatte, so wie wir es selten haben, über den Zustand in diesem Land. Wobei alle Parteien gesagt haben, das haben wir auch gerade gehört, da knallt was auseinander und hinterher dann aber sehr unterschiedliche Begründungen dafür genannt wurden. Und da in der Tat war wieder die AfD die Einzige, die gesagt hat, das liegt alles an den Flüchtlingen und an der Kanzlerin, die sich im Kanzleramt verbarrikadiert. Und die anderen haben natürlich da andere Gründe für gefunden. Das war wirklich eine leidenschaftliche Debatte. Die ja immer noch weitergeht. Wichtiger Tag also heute im Parlament. Und es ist auch ein wichtiger Tag für den Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Wir haben vorhin gerade gesehen, es wurde auch schon diskutiert. Er wird im Innenausschuss auch noch zugegen sein. Und es wird spürbar sein, wie groß sein Rückhalt noch ist. Was ist Ihre Einschätzung, Tina? Ist er noch zu halten? Nun, meine Einschätzung ist, dass wir erstmal natürlich abwarten, was da heute genau passiert. Aber ich glaube nicht, dass heute Abend wir einen neuen Verfassungsschutzpräsidenten haben. Aber ich glaube auch nicht, dass er wirklich noch sehr viel Rückhalt hat, auch wenn sich offiziell und offen jetzt anders geäußert wird. Wir waren gestern bei dem Herbstempfang, da haben wir auch mit Diensten gesprochen und da wird schon große Fassungslosigkeit über das Vorgehen von ihm geäußert. Und die Opposition wird sich mit seiner Verteidigungslinie, die ja jetzt doch schon raustropft, nicht zufrieden geben. Ich glaube aber, dass weder der Innenminister, und der ist ja der Erste am Zuge, noch die Kanzlerin darin Interesse haben, jetzt schnell und hektisch da etwas zu machen. Wir werden einen angezählten und sozusagen mit gelber Karte versehenen obersten Verfassungsschützer haben. Und wenn sich da etwas ändern sollte, dann wird das erst in einigen Monaten, einigen Wochen passieren. Ich glaube nach den Wahlen und dann eher geräuschlos, wenn überhaupt. Aber angezählt ist er und wie viel Rückhalt er wirklich hat, da würde ich mal ein Fragezeichen noch hinter versehen. Vielen Dank für diese Einschätzung. Tina Hassel, danke. Gerne. Ja, und von der Generaldebatte mit diesem großen Thema Flüchtlinge und so weiter kommt man noch relativ schnell nach Syrien. Und da ist die Frage für viele nicht mehr ob, sondern wann. Syriens Armee steht vor dem Einmarsch in die Rebellenprovinz Idlib. Vor der Schlacht am Boden gab es aber erst mal eine Schlacht der Worte vergangene Nacht im UN-Sicherheitsrat. Dazu gleich mehr nach der Tagesschau mit Susanne Daubner. Guten Tag, meine Damen und Herren. Russland hat Verdächtige im Fall Skripal identifiziert. Die beiden Männer würden nicht für das Militär arbeiten und seien nicht kriminell, sagte Präsident Putin. Nach dem Anschlag auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal hatte die britische Staatsanwaltschaft vergangene Woche europäischen Haftbefehl erlassen. Demonstrationen in Barcelona. Gestern Abend sind etwa 1 Million Menschen auf die Straße gegangen. Anlässlich des Nationalfeiertages Kataloniens forderten sie die Abspaltung von Spanien und die Freilassung der in Untersuchungshaft sitzenden Politiker. Das vor rund einem Jahr abgehaltene Unabhängigkeitsreferendum wurde von der spanischen Regierung für illegal erklärt. Präsidentschaftswahl in Brasilien. Ex-Präsident Lula zieht seine Kandidatur zurück. Er ist wegen Korruption und Geldwäsche im Gefängnis und darf nicht antreten. An seiner Stelle kandidiert für die Arbeiterpartei Fernando Haddad, der ehemalige Bürgermeister von São Paulo. Europäer leben immer länger.
Das ist ein Fazit des WHO-Gesundheitsberichts, der heute in London vorgestellt wurde. Todesfälle durch Krebs oder Herzleiden gehen zurück. Allerdings können viele Menschen nicht von ihren Lastern lassen. Es bleiben die bekannten Gesundheitsgefahren: Rauchen, Alkohol und Übergewicht. Evakuierungen an US-Ostküste. Angesichts des nahenden Hurrikans Florence wurden mehr als 1 Million Menschen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Betroffen sind die Bundesstaaten Virginia, South und North Carolina. Es wird damit gerechnet, dass der Sturm spätestens am Freitag die Küste erreicht. Und damit zurück nach Berlin. Vielen Dank. Blutbad, humanitärer Albtraum. Starke Worte vergangene Nacht vom UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat das syrische Regime eindrücklich davor gewarnt, in die Rebellenprovinz Idlib einzurücken. Allerdings, wenn uns fast 8 Jahre Bürgerkrieg in Syrien eins gezeigt haben, dann, dass Warnungen und Drohungen weder Machthaber Assad beeindrucken, noch seine Verbündeten Russland und Iran. Das wurde dann in der Nacht auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen deutlich. Hier wollte Abdul Karim seine Familie vor den Bomben schützen, in einer Höhle, die er über Wochen mit seinen eigenen Händen angelegt und befestigt hat. Ein Zufluchtsort für seine Liebsten in Zeiten des Krieges. Und doch wäre es für sie fast zur Todesfalle geworden. 4 Bomben schlugen in der Nachbarschaft ein, verwüsteten die Umgebung, der Eingang war durch Geröll verschüttet. Sie saßen fest in der Höhle, bekamen kaum noch Luft. Es war alles voll Staub und Rauch. Die Kinder haben gehustet, wären fast erstickt. Der Ausgang war durch Steine blockiert. Wir haben versucht, sie wegzuschieben, konnten sie ein wenig bewegen und uns durch ein Loch gerade noch rechtzeitig retten. Sonst wären wir alle tot. Eines von vielen tragischen Schicksalen in Habid, einer Kleinstadt im Süden Idlibs. Seit Tagen kreisen Kampfflugzeuge und Hubschrauber über der Stadt. Ihre Bomben hinterließen eine Spur der Verwüstung. 20.000 Menschen lebten hier, 6.000 Flüchtlinge. Nun haben die meisten die Stadt verlassen. 10 Menschen sind gestorben, die meisten Frauen und Kinder. Ein Dutzend Menschen wurde verletzt. Etwa 80% der Einwohner sind geflohen. Und noch immer greift das Regime die Stadt mit Hubschraubern und Raketen an. Nur der Auftakt eines Blutbades, wie viele fürchten. UN-Generalsekretär Guterres mahnt eindringlich, die Offensive auf die letzte Rebellenhochburg zu verhindern. Lassen Sie nichts unversucht, um eine Lösung zu finden, die Zivilisten schützt. Erhalten Sie die Grundversorgung, Kliniken. Respektieren Sie das internationale humanitäre Recht. Eine kurze Verschnaufpause, Momente des Glücks in den Trümmern. Die Angst vor neuen Luftangriffen aber ist allgegenwärtig in Habit. Gerade Kinder leiden im Krieg am schlimmsten. Ich bitte Gott jeden Tag darum, dass uns nichts Schlimmes zustößt. Mein Herz blutet. Zerstörte Gebäude können neu aufgebaut werden. Ein Kind aber kann nicht ersetzt werden. Es gibt nichts Wertvolleres als ein Kind. Gott beschütze alle Kinder dieser Welt und lass niemandem Unrecht geschehen. Ein frommer Wunsch, die Realität aber lässt anderes befürchten. Für die 3 Millionen Menschen in Idlib, die sich einfach nur ein wenig Normalität und Frieden wünschen. Zurück nach Europa. So langsam kann Jean-Claude Juncker die Tage zählen. Noch gut ein Jahr bleibt der Präsident der Europäischen Kommission, also mal flapsig formuliert der Regierungschef der EU. Nun ist innerhalb eines Jahres sicher noch viel zu tun, aber heute war trotzdem schon mal Zeit für so eine Art Bilanz der Ära Juncker. Denn heute hat der Luxemburger seine Rede zur Lage der Union gehalten, die letzte vor der Europawahl im kommenden Jahr, bei der ja dann auch eine Vorentscheidung über seinen Nachfolger fallen wird. Noch ein letzter Schluck Kaffee, noch ein paar Begrüßungsküsschen und dann eine Überraschung. Vor seiner Rede im Europaparlament gibt es ein Geschenk des wohl größten EU-Gegners, dem Briten Nigel Farage, an einen der größten EU-Anhänger, Jean-Claude Juncker. Ihre wohl einzige Gemeinsamkeit ist, dass beide im nächsten Jahr aufhören. In seiner Vorstellung zur Lage der Europäischen Union lässt Juncker keinen Zweifel daran, wie wichtig er angesichts weltweiter Veränderungen den Zusammenhalt der EU findet. Die Freunde von gestern sind vielleicht nicht mehr die Freunde von morgen. Die Welt von heute braucht ein starkes und einiges Europa.
Europa sei eine Macht, an der man nicht vorbeikomme, so Juncker. Doch nicht nur beim Thema Migration ist die EU aktuell von Einigkeit weiter entfernt denn je. So klingt manches eher wie ein Wunsch, als dass es Wirklichkeit ist. Europa muss immer ein Kontinent der Offenheit und Toleranz bleiben und wird es bleiben. Europa wird nie eine Festung sein, die der Welt den Rücken zuwendet. Vor allem denen, die leiden. Juncker fordert aber auch, die Außengrenzen Europas besser zu schützen und illegale Einwanderung zu bekämpfen. Europa muss die Kunst des Kompromisses wieder erlernen, fordert Juncker mit Blick auf Ungarn und die Angriffe im Land auf die Unabhängigkeit von Gerichten und Opposition, auf Wissenschaft und Medien, heißt es. Die Kommission ist gegen alle Angriffe auf den Rechtsstaat. Wir sorgen uns über manche Diskurse in Mitgliedstaaten. Da muss der Artikel 7 als Rechtsstaatverfahren greifen. In seiner letzten Rede zur Lage der Europäischen Union wird Juncker auch noch einmal emotional. Dieses Europa ist die große Angelegenheit meines Lebens. Ja, ich liebe Europa und werde das weiter tun. Zum Applaus kam allerdings auch Kritik. Beim Klimaschutz und dem sozialen Ausgleich in Europa sowie der weiter ungelösten Flüchtlingssituation hätten Kommission und EU-Mitglieder zu wenig erreicht. Was EU-Gegner Nigel Farage Jean-Claude Juncker neben seiner Kritik zum Abschied als Geschenk mitgab, ist allerdings noch nicht bekannt. Ja, da war eben schon die Rede über den Streit der EU mit Ungarn. Fragen wir mal unseren Korrespondenten Markus Preiß in Brüssel. Markus, gibt es denn da irgendeine Entscheidung, wie die EU jetzt weitermacht? Ja, hier in Straßburg gibt es eine Entscheidung. Gerade vor wenigen Minuten wurde das Ergebnis der Abstimmung bekannt und das Europäische Parlament fordert, dass die Mitgliedstaaten und die Kommission jetzt ein Rechtsstaatsverfahren nach Artikel 7 gegen Ungarn einleiten. Das wäre dann das zweite Mal in der Geschichte. Nach dem Lissabonner Vertrag gegen Polen läuft das ja schon. Und das ist ein Verfahren, was am Ende sogar zum Entzug der Stimmrechte gegenüber Ungarn führen kann. Was wichtig ist, einfach dieses Signal. Man sieht einfach vor der Europawahl, da möchte man klarere Kante zeigen und man möchte es einfach nicht mehr akzeptieren, dass in Ungarn eben Grundrechte beschnitten werden. Entsprechend diese Abstimmung und auch große Teile der Europäischen Volkspartei, dieser Parteiengruppe gehört Orbán selber an, haben für dieses Verfahren gestimmt. Als Nachfolger von Jean-Claude Juncker ist Manfred Weber im Gespräch. Der stellvertretende CSU-Vorsitzende wäre der erste Deutsche in diesem Amt seit 1967. Bevor wir über dessen Chancen sprechen, gucken wir erstmal, welchen Einfluss der Kommissionspräsident eigentlich hat. Er ist irgendwie eine Art Kanzler für Europa, aber irgendwie auch nicht. Er, der Präsident der Europäischen Kommission, ist für jeweils 5 Jahre Chef eines riesigen Verwaltungsapparats mit mehr als 30.000 Beamten. Sie alle passen auf, dass sich die Mitgliedstaaten an geltendes EU-Recht halten. Tun sie das nicht, können Sanktionen drohen, wie etwa Geldstrafen. Die EU-Kommission darf eigene Gesetzesvorschläge einbringen. So kann ihr Chef eigene politische Inhalte setzen, neue europäische Initiativen anstoßen und hat damit viel Einfluss auf die inhaltliche Ausrichtung der Kommission. Der Präsident der Kommission ist also mehr als nur ein repräsentativer Händeschüttler. So hat der jetzige Kommissionschef Jean-Claude Juncker dafür gekämpft, dass Griechenland in der Eurozone bleibt. Um den Handelsstreit zwischen der EU und den USA zu entschärfen, hat er sich mit Trump getroffen und er arbeitet für ein gemeinsames europäisches Vorgehen in der Flüchtlingspolitik. Außerdem kann der Präsident über die Zuständigkeitsbereiche der EU-Kommissare entscheiden und sie auch entlassen. Der Präsident der Europäischen Kommission, zwar kein Kanzler, aber Verwaltungschef, Hüter des EU-Rechts und mitunter ein moralischer Mahner. Markus Preiß heute also in Straßburg, diesem zweiten Sitz des Europäischen Parlaments. Wie stehen denn die Chancen, dass Herr Weber gewählt wird zum neuen Kommissionspräsidenten? Na, momentan ist er der einzige richtig offizielle Kandidat, den es überhaupt gibt. Von daher erstmal ganz gut. Aber Spaß beiseite, er ist in der Pole Position, das kann man durchaus so sagen. Denn das Parlament, das besteht
bislang jedenfalls darauf, dass wieder nur jemand zum Kommissionspräsidenten gewählt werden kann, der auch Spitzenkandidat für die Europawahl war. Und wenn man mal davon ausgeht, dass die Parteiengruppe der EVP, also der Europäischen Volkspartei, der Manfred Weber auch vorsteht, wieder die größte Gruppe werden wird, dann ist er sicher in einer guten Position. Aber es sind eben noch viele Fragezeichen dahinter. Zum Beispiel, ob die Regierungschefs wirklich dieses Verfahren noch mal wollen und eben auch, wie überhaupt die Europawahl ausgeht und ob Weber dann eine Mehrheit hier im Parlament für sich selbst organisieren kann. Geht es da eigentlich nur um eine Person oder geht es da vielleicht auch um so eine Art politische Richtungsentscheidung für Europa? Na, es gibt zwei verschiedene Sichtweisen hier. Viele sind einfach noch auch von den Abgeordneten in dieser Sichtweise, ja, die Grünen und die Liberalen, die könnten vielleicht dazu gewinnen oder verlieren. Die Christdemokraten werden so abschneiden und die Sozialisten so. Ich glaube, man spürt schon auch, und das ist auch in der Debatte um Ungarn deutlich geworden, es geht wahrscheinlich um eine größere Richtungsentscheidung momentan. Es gibt sehr viele Parteien und Kräfte in vielen europäischen Ländern, die sehr stark sind, die eine ganz andere EU wollen. Auch eine EU, die deutlich geschwächt wäre. Und ich glaube, das wird bei der kommenden Europawahl die große Frage, wohin tendieren da die Wähler? Sehen die eher sozusagen den Weg in einem gemeinsamen Vorgehen? Oder sagen die, genug mit Brüssel, das ist einfach zu viel und wir müssen dieses Europa wieder zurückbauen? Das ist die große Frage, die die nächsten 8 Monate aus meiner Sicht jedenfalls vor uns liegt. Vielen Dank, Markus Preis nach Straßburg. Bei den Panama Papers enthüllten Medien weltweit Steuerdelikte und Geldwäsche in Milliardenhöhe. Auch die Dieselaffäre deckten investigative Rechercheure auf. Zwei der ganz großen Skandale bei den Whistleblower und Journalisten, Unternehmensbetrug riesigen Ausmaßes ans Licht brachten. Gute Arbeit. Recht so, meint man. Aber wenn Unrecht aufgedeckt wird, ist es nicht unbedingt durch Recht gedeckt, sondern könnte bald sogar strafrechtlich verfolgt werden. Eine EU-Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen soll nun auch in Deutschland umgesetzt werden. Und das könnte schwer zulasten der Pressefreiheit gehen. Die Berichte über die Panama Papers vor 2,5 Jahren sorgten weltweit für Schlagzeilen. Wie die dubiose Anwaltskanzlei Mossack Fonseca mit Sitz in Panama ihren Kunden half, Steuern in Milliardenhöhe zu sparen, das hatte die Öffentlichkeit noch nie zuvor so detailliert erfahren. Teils machten die Journalisten legale Steuertricks transparent, vielfach deckten sie aber strafbare Handlungen auf, etwa Geldwäsche. Ausgangspunkt für die Recherchen war ein sogenannter Whistleblower, ein Informant also, der Süddeutschen Zeitung mehrere Millionen E-Mails und andere interne Dokumente angeboten hatte. Zusammen mit den Investigativredaktionen von NDR und WDR enthüllte die SZ in Deutschland die dubiosen Praktiken. Ohne die Informationen des Insiders wäre das, davon sind alle Beteiligten überzeugt, nicht möglich gewesen. Sie sehen deshalb den Gesetzentwurf der Bundesregierung mit großer Sorge. Panama Papers haben Steuerhinterziehung in unglaublichem Umfang weltweit aufgedeckt. Es haben Hunderte von Journalisten weltweit zusammengearbeitet. Wenn solche Gesetze wie hier das Betriebsgeheimnisschutzgesetz tatsächlich sich durchsetzen, wird diese Arbeit schwer. Man kann nicht mehr so wie bisher aufdecken und aufklären. Und damit wird der Demokratie ein Tort angetan. Was auch die ARD stark beunruhigt, laut Gesetzentwurf könnten künftig Informanten wie Journalisten strafrechtlich verfolgt werden. Von solchen strafrechtlichen Sanktionen können Redaktionen, auch wenn sie wollen, den Betroffenen nicht freistellen. Das sind immer höchstpersönliche Sanktionen. Und insofern ist es tatsächlich so, dass Grund zur Sorge besteht, dass Autoren und Informanten Angst haben müssen, Sorge haben müssen und deshalb investigative Recherche deutlich erschwert möglich ist. Das Bundesjustizministerium betont auf unsere Anfrage, dass es den Entwurf wegen der Bedenken abgeändert habe. Aber auch dem Deutschen Journalistenverband gehen die Korrekturen nicht weit genug. Es geht ja nicht darum, dass etwa die Geheimrezeptur von Coca-Cola verraten werden soll. Aber es geht darum, dass Missstände in Unternehmen aufgedeckt werden, dass Journalisten in der Lage sein müssen, über Dinge zu berichten, die in den Unternehmen nicht in Ordnung sind und die von öffentlichem Interesse sind. Nächste Woche beginnt die parlamentarische Beratung des Gesetzentwurfs. Die Medien hoffen auf Änderungen, damit investigativer Journalismus auch künftig nicht von Strafe bedroht wird.
Seit vergangener Nacht 3 Uhr wird bei Ryanair gestreikt. Und viele, die heute mit dem Billigflieger abheben wollten, gehen mal wieder nur vor Wut in die Luft. Denn in Deutschland fallen heute gut 150 von 400 Ryanair-Flügen aus. Piloten und Flugbegleiter verweigern den Dienst, weil sie die Arbeitsbedingungen unhaltbar finden. Und wie reagiert Ryanair? Droht mit Rache. Stellenabbau. Eine Stewardess hat uns aus ihrem Arbeitsalltag erzählt. We are not numbers, we are not lemons, we are cabin crew and we deserve respect. Die Botschaft heute Morgen am Frankfurter Flughafen ist eindeutig. Respekt fordern, nicht nur eine Nummer sein. Das wollen die Ryanair-Mitarbeiter. Aus Angst vor Repressionen tragen fast alle hier Masken mit dem Gesicht von Ryanair-Chef Michael O'Leary. Unter den Demonstranten ist auch eine Flugbegleiterin, die in Frankfurt stationiert ist. Auch sie will unerkannt bleiben, noch nicht mal an ihrer Stimme erkannt werden. Sie erzählt uns, wie es ist, für die Billig-Airline zu arbeiten. Wenn man für dieses Unternehmen hier in Deutschland arbeitet, dann heißt das, dass man kaum die Miete bezahlen kann. Man weiß oft nicht, wie man bis zum Monatsende durchkommt. Und wenn während des Fluges unser Trinken und Essen aufgebraucht ist, dann haben wir zwar Essen und Trinken an Bord, aber wir müssen das genauso bezahlen wie jeder Passagier, zum gleichen Preis. Auch bekommen wir keine Ausgleichszahlungen für Verspätungen. Wir werden nur für die Flugstunden bezahlt. Die junge Frau bekommt rund 1.500 bis 1.700 Euro brutto im Monat, aber nur, weil sie eine höhere Position innerhalb der Kabinencrew innehat. Mehr als eine WG kann sie sich trotzdem nicht leisten. Viele in der Kabinencrew haben auch einfach Angst, sich krank zu melden, weil sie Nachfragen befürchten. Sie melden sich also einfach nicht krank, kommen mit 39 oder 40 Grad Fieber zur Arbeit. Ich habe Kollegen so gesehen, weil sie einfach Angst haben, sonst nicht befördert zu werden. Aber das ist eine Gefahr für die anderen Kabinenmitarbeiter und natürlich für die Passagiere. Viele Ryanair-Mitarbeiter haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Nicht nur deswegen zeigt sich Verdi heute kämpferisch, den, Zitat, mittelalterlichen Arbeitsbedingungen ein Ende setzen zu wollen. Es geht hier nicht um ganz normalen Arbeitskampf, wo alle 2 Jahre 2-3% rauszuholen sind, sondern es gibt bei Ryanair schlicht und ergreifend eine despotische Willkürherrschaft. Es gibt keine Tarifverträge, es gibt keine existenzsichernde, verlässliche Arbeitsbeziehungen dort, es gibt keine Beziehungen zu Gewerkschaften auf Augenhöhe und das müssen wir als allererstes erstmal einfordern und implementieren. Erstmals demonstrieren Kabinenmitarbeiter und Piloten bei Ryanair zusammen, um deutlich zu machen, wie prekär die Situation inzwischen ist. Der Streik soll bis morgen früh um 3 Uhr gehen. Und während Ryanair mit Stellenabbau in Deutschland droht, sollten die Streiks weiter andauern, hoffen die Mitarbeiter, wie die junge Flugbegleiterin, endlich auf bessere Arbeitsbedingungen. Ja, und so wie ihr geht's vielen Mitarbeitern von Ryanair. Deshalb streiken sie heute 24 Stunden lang. Und offensichtlich scheint der Firmenführung Wurst zu sein, wie die Arbeitsbedingungen im Unternehmen sind. Wer nicht mitmacht, der fliegt. Und zwar raus. Samir Ibrahim an der Börse in Frankfurt. Wie geht's denn eigentlich den Aktionären dabei? Ist denen auch egal, wie es bei Ryanair zugeht? Ja, bisher schon. Die Aktie von Ryanair, die war in den letzten Jahren jedenfalls so etwas wie Anlegers Liebling an der Börse. Sie ist immer weiter gestiegen, auch in solchen Zeiten, in denen die Klagen der Beschäftigten immer lauter geworden sind. Das hat sich erst im vorigen Jahr geändert. Ihren ersten großen Oh-Gott-Oh-Gott-Effekt, den hatten viele Ryanair-Aktionäre, als die Gewerkschaften ernst gemacht haben. Da schlossen sich europaweit Gewerkschaften zusammen und drohten Ryanair, als der Konzern dann im Dezember verkündete, dass er erstmals mit den Gewerkschaften noch reden würde. Da brach der Kurs der Aktie drastisch ein. Jetzt im Juli kam es dann zum ersten europäischen Streik. Es gab zudem Verluste für Ryanair. Die Aktie, die verlor 19% an Wert. Und auch nach der neuesten Streikankündigung gab es ein Minus von 10%. Also tatsächlich, egal wie es den Beschäftigten ergeht, hier zählt vor allem der Gewinn. Und da wurden Aktionäre früher eben immer verwöhnt. Das kann sich aber demnächst bald ändern. Denn Ryanair-Chef O'Leary, der kann noch so hemdsärmlich sein und auch seine Piloten und Flugbegleiter beschimpfen. Die Gewerkschaften sind schon länger nicht mehr das einzige Problem, mit dem sich die Airline herumschlägt. Noch ist sie Europas größte Fluggesellschaft. Aber die Konkurrenz, die schläft nicht. Neben Ryanair haben sich vor allem die britische EasyJet und auch die Lufthansa-Tochter Eurowings etabliert und nehmen Ryanair eben Kunden weg. Dazu steigen die Kerosinpreise, ein Problem, mit dem sich auch andere Gesellschaften herumschlagen, das Ryanair aber eben auch nicht kontrollieren kann. Und zu guter Letzt muss sich Ryanair einfach auch neue Kundschaft suchen. Bisher hat die Airline ihr Geschäft vor allem mit Privatkunden gemacht. Wenn sie aber weiter wachsen will, das will sie ja, dann muss sie auch Geschäftsreisende anlocken.
Die haben aber ganz andere Ansprüche und das fängt zum Beispiel schon damit an, dass sie nicht stundenlang zu irgendwelchen Billigflughäfen aufs Land oder in die Provinz fahren wollen. Ryanair fliegt inzwischen folgerichtig also nicht nur jetzt neuerdings von Frankfurt, sondern auch von Berlin, München oder Hamburg aus. Das geht aber ins Geld. Auch wenn Ryanair überall Rabatte bekommt, Hamburg ist definitiv teurer als vorher Lübeck. Frankfurt ist viel teurer als Hahn im Hunsrück. Ryanair wird sich also entsprechend wandeln. Ewig auf Kosten der Beschäftigten Geld zu sparen, wird nicht reichen, aber auch auf Dauer nicht funktionieren. Gilt übrigens nicht nur für Ryanair und seine Aktionäre, sondern auch für die Kunden von Ryanair. Damit zurück nach Berlin. Vielen Dank, Samir. Seit gestern drücken nun in ganz Deutschland Mädchen und Jungen wieder die Schulbank, schlagen Bücher auf, schreiben mit Tinte in Hefte und gehen mit echter Kreide an die Tafel. So richtig schön analog, wie früher eben. Die digitale Gegenwart mit entsprechender Ausstattung und fortgebildeten Lehrkräften macht längst noch nicht überall Schule. Oder was erzählen Ihre Kinder oder auch Enkel? Wie gut sind Schulen für die Zukunft gewappnet? Da gucken wir diese Woche drauf und haben festgestellt, Nachfragen zum Digitalen finden viele Verantwortliche gar nicht so richtig klasse. Nein, bei den Problemthemen lassen sich viele Schulen in Rheinland-Pfalz nicht hinter die Fassade schauen. Dutzenden von Anfragen in mehreren Städten war nur das Gauss-Gymnasium in Worms bereit, über mangelnde digitale Ausstattung zu sprechen. Obwohl das Thema vielen anderen auch auf den Nägeln brennt. Also hier an dieser Stelle haben wir noch eine sehr gute Abdeckung mit dem WLAN, mit drei Balken. Und spätestens, wenn wir da hinten an der Wand sein werden, haben wir irgendwann gar kein WLAN-Signal mehr. Jetzt habe ich nur noch einen Balken. Also hier haben wir fast kein WLAN-Signal mehr. Das heißt, hier für diesen Klassensaal wäre es extrem schwierig, mit digitalen Geräten zu arbeiten. Das sind 30 Schüler in der Klasse, die arbeiten wollen. Das ist nicht die entsprechende Geschwindigkeit, um ins WLAN reinzukommen und um damit sinnvoll zu arbeiten. Für die ganze Schule, für 1300 Schüler, stehen 100 Megabit Bandbreite zur Verfügung. Weniger als manche Kinder zu Hause haben. Trotzdem, Kreide wird hier immer weniger genutzt in der 8E. Stattdessen Matheunterricht mit Smartboard, der schlauen Tafel. Doch das Smartboard macht nicht immer das, was es soll. Es ist schon 10 Jahre alt. Deswegen funktioniert nicht mehr alles halt in Touch-Funktionen. Muss man immer ein bisschen hin und her probieren und hoffen, dass es dann funktioniert. Der Vorteil ist, dass ich hier auch mal was markieren kann und hin und her schieben kann. Oder was ich auch machen kann, ist, dass ich auch mal eine Seite zurück oder vorgehe, was jetzt hier nicht geht, weil es bisher nur eine Seite ist. Der Unterricht wird anders und an manchen Stellen besser, weil die Schüler den auch noch mal nacharbeiten können. Doch die Ausstattung sei insgesamt noch zu schlecht. Durchgängig digital arbeiten geht nicht, sagt er. Es fehlen Beamer in den Räumen, es fehlt ein besseres Internet mit höherer Geschwindigkeit, mehr Geräte für die Schüler, dass die dann auch arbeiten können. Vor einem halben Jahr haben sie etwa 40 Tablets geschenkt bekommen. Allerdings nicht vom Schulträger, sondern von einer Stiftung. Und für die ganze Schule. Erdkundeunterricht auf dem Tablet, den meisten Schülern gefällt es. Ich finde es echt viel besser als Normalunterricht, weil einfach man kann halt auch einfach mal selbst halt irgendwie zum Beispiel Länder erforschen, sage ich mal, und auch einfach mal irgendwelche Länder oder Inseln mal erkunden. Also ich finde eigentlich beides gleich gut. Im Schulbuch bist du halt öfter auch ohne Hilfe und jeder arbeitet so für sich und auch mit dem Tablet zum Beispiel kann man auch ins Internet gehen, mal eben was nachschauen. Hier sitzen die Server, von dem aus unser ganzes Netzwerk abgeht. Und wer kümmert sich darum? Es sind zwei Lehrkräfte bei uns, die sich um das ganze Netzwerk kümmern. Wir haben insgesamt 1300 Schüler und ungefähr 85 Kolleginnen und Kollegen. Insofern, das ist wirklich eine wahre Herkulesaufgabe, könnte man sagen, was die Kollegen leisten müssen. Sie müssen es im Prinzip neben ihrem Unterricht leisten. Hilfe erhofft er sich von der Bundesregierung durch den Digitalpakt für Schulen. Wir warten darauf, dass dieser Digitalpakt sozusagen dann nach unten durchgebrochen wird, dass wir auch an der Basis das zu spüren bekommen und Unterstützung bekommen in Form von Mitteln, Geldern und einfach auch personeller Unterstützung. Das würde uns sehr, sehr helfen. Die Digitalisierung in Schulen, sie kommt, aber sie braucht Zeit und Geld. Das freut. Und Leid beim Sport nah beieinander liegen ist eine meist achtlos dahergesagte Floskel, aber heute passt sie mal auf traurige Weise.
Im Fall der Profiradsportlerin Christina Vogel beschreibt der Satz eine Dimension, die für Menschen, die ihr Schicksal nicht teilen, kaum zu begreifen ist. Denn die Ausnahmesportlerin ist zweifache Olympiasiegerin und sie ist seit einem Trainingsunfall im Juni querschnittsgelähmt. Und sie wird es ihr Leben lang bleiben. Heute äußerte sich Christina Vogel erstmals vor der Öffentlichkeit. Pressekonferenz in Berlin mit Christina Vogel. Sie ist eine der erfolgreichsten Bahnradsportlerinnen der Welt. Eine Kämpferin, die bei den Olympischen Spielen 2016 trotz eines verlorenen Sattels zu Gold fuhr. Doch im Bruchteil einer Sekunde hat sich ihr Leben Ende Juni verändert. Beim Training auf der Cottbusser Radrennbahn stieß Christina Vogel mit einem anderen Sportler zusammen und verletzte sich schwer. Die erste Erinnerung, die ich habe, ist tatsächlich Aufwachen auf der Radrennbahn, wie ich für mich erstmal denke, okay, atmen und dann erstmal gucken. Und ich habe dann ganz schnell so überlegt, geguckt, wo ich liege, was um mich rum passiert, wie es mir geht und dachte, erst mal den Schmerz wegatmen, ganz klar im Kopf bleiben. Und dann kam schon ganz, ganz schnell meine Ersthelfer Maximilian Nägel und Max Dömmach zu mir und standen mir erstmal beiseite und haben mir die Hand gehalten. Und vor allem auch Max Lewert hat mir ganz lange meinen Kopf gehalten, weil ich abschließlich auf die Radtrommel lag. Ihr engstes Umfeld war schon länger eingeweiht. Ende letzter Woche erfuhren es alle. Die 27-Jährige wird nie mehr laufen oder Radfahren können. Für mich gebe ich niemanden irgendwie Schuld. Und die Situation klären andere für mich auf und ich bin ganz froh, dass hier aufgeklärt wird. Der holländische Verband hat sich auch nicht bei mir gemeldet, beziehungsweise der Fahrer auch nicht. Aber kommt Zeit, kommt Rat auf alle Fälle. Also Zeit ist oft das magische Wort hier. Kraft gegeben hat ihr nach dem Unfall eine Crowdfunding-Aktion ihrer Teamkollegen, unter anderem von Weltmeister Maximilian Levy. Stay strong, Christina, so die Botschaft. Ich bin froh, ich habe den Vorteil, dass ich halt eine so, so starke Familie habe, ein so, so starkes Freundeskreis, die mich die ersten, ich glaube, 3 oder 4 Wochen nie alleine gelassen haben. Also es gab manchmal nur 2 Stunden, wo ich alleine gewesen bin und die haben wirklich bei mir stundenlang am Bett gesessen und mir die Hand gehalten. Und außerdem rund 120.000 Euro zusammengebracht. Natürlich gab es auch eine Aktion, diese Hashtag Christina Stay Strong, die mir, als ich es erfahren habe, ich habe vor Freudenführung geweint, muss ich ehrlich sagen, was es doch für Kreise gezogen hatte. Als ich aufwachend aus dem Koma davon erfahren habe, dann habe ich gedacht, oh Gott, wirklich jetzt, taufen Tamtam für 3.000, 4.000 Euro. Und dass es dann doch so viel war, hat mich, also es ist verrückt, was, ja, wie viel Anteilnahme die Welt gehabt hat. Christina Vogel wird Geld brauchen für ihr neues Leben im Rollstuhl, auf das sie derzeit im Unfallkrankenhaus vorbereitet wird. Sie ist schwer zu bremsen und deswegen ist sie natürlich auch schon sehr weit in dem ganzen Rehabilitationsprozess. Sie ist jetzt seit einer Woche ist sie in der Lage, selber den Transfer, also das Umsetzen vom Rollstuhl ins Bett und andersrum zu realisieren. Das ist eigentlich eine Aktion, die eigentlich später erst kommt, wenn die Patienten nämlich auch dann soweit stabil sind. Aber da ist Frau Vogel wirklich vorbildlich. Das bin ich und ich bin auf 2 Rädern genauso wie auf 4 Rädern und ich muss mich nicht verstecken. Und natürlich ist vieles anders für mich, aber wenn ich dann den geilen Rollstuhl kriege in meinen Carbon-Felgen, dann kann der vielleicht auch zum Outfit passen. Mein erstes Ziel ist, wenn ich die Reha hier verlasse, dass ich lerne, Treppen zu fahren. Meine Mama hat ganz wohl Angst, aber ich möchte unabhängig sein. Und deswegen ist mein erstes Ziel, was ich verfolge, dass ich lerne, mit dem Rollstuhl Treppen runterfahren zu können. Es wird die nächste große Herausforderung für diese Ausnahmesportlerin. Realistisch, aber doch mit Lebensmut. So, wie sie sich heute der Öffentlichkeit präsentierte. Und ein ausführliches Gespräch mit Christina Vogel können Sie sich bei uns online anschauen unter www.sportschau.de. So, und jetzt geht es um Sie und mich, wenn Sie wie 27 Millionen Menschen in Deutschland einem Sportverein angehören. Laufen, kicken, turnen, schwimmen. Nur so zum Spaß, wegen der Geselligkeit natürlich, als Ausgleich zur Arbeit oder schlicht, um sich fit zu halten. Bei manchem aber kommt einem Wortsinn ungesunder Ehrgeiz dazu. Dann nämlich, wenn Freizeitsportler ihre Leistung mit medizinischer Hilfe steigern wollen. Doping übers Internet ist recht einfach und gefährlich. Fitnessstudios, Breitensport. Medikamentenmissbrauch auch dort kein Tabu. Die Mittel zu Dopingzwecken werden vor allem aus Fernost bezogen, dachte man bisher.
Jetzt zeigt ein Projekt von Forschern aus Pirmasens, wie leicht sich diese Mittel auf dem zollfreien EU-Binnenmarkt über das Internet beziehen lassen, was auch häufig passiert. Ganz simpel, ohne Rezept. Es gibt eine ganze Menge Portale, wo Sie solche Bestellungen tätigen können. Sie bestellen, werden dann in so einer Art Chat, Fenster, die sich öffnen, mit einem Arzt verbunden. Sie können nicht nachvollziehen, ob das ein Arzt ist. Also Sie sehen keine Approbation oder sowas. Somit kein Nachweis einer ärztlichen Zulassung. Im Chat stellt sich der vermeintliche Online-Arzt vor, fragt nach gesundheitlichem Zustand, nach Nebenwirkungen, Symptomen. Das vermeintlich ausgestellte elektronische Rezept wird dann an eine Apotheke im EU-Ausland weitergeleitet. Und die Frage ist einfach, existiert dieses E-Rezept überhaupt? Beziehungsweise, welche Hürden errichtet dieser Arzt, der am anderen Ende der Leitung sitzt? Und wie qualitätsgesichert erfolgt die Diagnosestellung und Versendung beispielsweise? In Deutschland bekommt man ein Rezept erst, wenn man persönlich mit einem Arzt Kontakt hatte, so die Vorschrift. Das Originalrezept muss dann bei der Apotheke vorliegen. Die Forscher aus Pirmasens bestellten mehrere Dopingmittel. Testosteron zum Muskelaufbau, Amphepramon für Gewichtsverlust, dazu verschreibungspflichtige Schmerztabletten. Aber sind die Mittel wirklich echt? Die Forscher haben diese untersucht. Das Projekt war nur mit einer Genehmigung der Landesbehörde möglich. Denn der ganze Bestellprozess eigentlich illegal. Die ursprüngliche Intention war natürlich zu gucken, sind das Betrugsseiten? Ist die Substanz drin, die draufsteht? Das haben wir analytisch bei uns in den Laboren untersucht und doch sehr erstaunt festgestellt, ja, das sind Originalpräparate, qualitätsgesichert hergestellte Präparate. Also alles echte Dopingmittel. Zugeschickt aus Apotheken in Dänemark und Großbritannien. Zum Teil weit teurer als in Deutschland. Aber für Konsumenten offenbar attraktiv, denn am deutschen Recht vorbei. Kritik aus der Politik. Wir müssen zumindest damit rechnen, dass unkontrollierter Gebrauch von solchen Substanzen zu Gesundheitsschäden führt. Und spätestens dann kommt auch die Allgemeinheit ins Spiel. Denn dann müssen hinterher die gesetzlichen Krankenkassen in der Regel die Folgeschäden bezahlen. Im politischen Berlin wird ein Verbot des Versandhandels verschreibungspflichtiger Medikamente ohnehin diskutiert. Indes haben die Forscher aus Pirmasens die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Sie sehen bei dieser Problematik große Gefahren für den Sport. Und vom Sport kommen wir zur Kultur und gehen ins Kino. Also ich hätte ja morgen Zeit, Sascha. Ja, mach nur einen Plan, sei ein großes Licht. Dann mach noch einen zweiten Plan. Gehen tun Sie beide nicht. Was Sascha damit sagen will, liebe Zuschauer, also er redet nicht darüber, ob ich morgen jetzt wirklich ins Kino gehe, sondern er zitiert den großen Dramatiker Bertolt Brecht aus einer Dreigroschenoper. Denn die kommt morgen ins Kino. Genauer gesagt, ein Spielfilm über das Stück, mit dem Brecht 28, also 1928 Theater machte und das schnell zum erfolgreichsten auf deutschen Bühnen wurde. Weswegen bereits damals die Aufmerksamkeit des Films auf diesem Stück lag, wie heute. Der moderne Räuber trägt Anzug und er hat eine Agenda. Es muss erreicht werden, dass die Unternehmer, gute Unternehmer, und die Angestellten, gute Angestellte, kurz, dass die Reichen, gute Reiche, und die Armen, gute Arme sind. Ein Ganovenstück mit Kapitalismuskritik, Brechts Dreigroschenoper. Große Musik, große Wahrheiten. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Das gilt natürlich immer noch. Aber das ist nicht alles. Der Regisseur Joachim A. Lang will mehr. Er will die Dreigroschenoper neu denken. Hier geht es nicht um Werktreue, hier geht es darum, Ideen aufzugreifen und dem Stück und seinem Gehalt gerecht zu werden. Lang hat nicht einfach Brechts Stück verfilmt, sondern er hat sich vorgestellt, was gewesen wäre, wenn der Dichter selbst einen Film daraus gemacht hätte. Über dem Kanal geht der Mond auf. Ein bis zwei Monde genügen. Das geht zu weit. Das akzeptiert das Publikum nicht. Nun, das wissen wir nicht. Was wir aber wissen, die Songs sind immer noch Ohrwürmer. Die Bilder poetisch und opulent. Herr Brecht, Sie sind verrückt geworden. Wissen Sie, was allein diese Szene kostet?
Ja, und dieser Brecht, einfach unwiderstehlich. Herr Brecht, die meisten Kritiker haben ein völliges Scheitern prophezeit. Erinnern Sie sich, was ich gesagt habe? Wenn ihr die Meinung eines bedeutenden Mannes über mich hören wollt, kann ich sagen, dass ich eine ausgezeichnete Meinung von mir habe. Ich habe jeden Drehtag 10 Zigarren geraucht. Es gibt keine Szene im ganzen Film, in der ich keine Zigarre in der Hand habe. Es gibt auch kaum ein Foto oder eine Aufnahme von Brecht, in der er nicht raucht. Ja, und dann habe ich mich darum bemüht, nikotinfreie Zigarren zu bekommen, was gar nicht so einfach war. Die kamen dann aus Amerika. Rauchen und denken. Dieser Film ist sinnlich und herausfordernd. Und ein Schiff mit 8 Segeln. Und Brechts Gesellschaftskritik scheint in Zeiten der Globalisierung kein bisschen veraltet. Wenn die Bettler den Aufstand proben, ist das fast schon beunruhigend aktuell. Naja, und die einen stehen im Dunkeln und die anderen stehen im Licht. Und man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Ein weiteres Zitat aus der Dreigroschenoper. Wie gemacht aber fürs Wetter, Dieter Voss. Wer steht im Dunkeln? Wer steht im Licht? Na, also die Norddeutschen stehen zumindest im Dunkeln, aber doch wenigstens unter dichten Wolken heute. Viel Licht dagegen im übrigen Land. Aber auch das, bitte um Verzeihung, auch das hat Bert Brecht ja mal gesagt, alles wandelt sich. Heute aber bleibt es so, dass wir also im Norden doch ziemlich dichte Wolken haben. Das zeigt dieses Satellitenbild von heute Mittag. Nördlich einer Linie ganz grob Niederrhein oder dichte Bewölkung im übrigen Land, in der Mitte, im Süden dagegen trübt kaum ein Wölkchen den Himmel. Im Norden aber nicht nur Wolken, sondern auch kühle Luft. Im Süden ist es heute dagegen nochmals richtig hochsommerlich warm. Ist ganz interessant, der Tagesgang der Temperaturen. Recht frisch war es heute Morgen fast überall, auch im Süden, weil es da in der vergangenen Nacht bei klarem Himmel ebenso ausgekühlt war. Aber im Süden dann im Tagesverlauf eben deutlich wärmer. Wir haben Beispiele rausgesucht. Freiburg im Breisgau heute Morgen 7.12 Uhr Grad, heute Nachmittag 32. Bamberg 8 Grad heute früh, heute Nachmittag 30 Grad. Im Norden bleibt es dagegen kühl oder die Werte gehen im Tagesverlauf sogar noch mal zurück. Auch da Beispiele. Schwerin heute früh 15 Grad und heute Nachmittag geht es runter auf 14. Oder Münster in Westfalen heute Morgen 7 Uhr 18 Grad. Heute Nachmittag gerade mal frische 15 Grad. Hier sind wir jetzt auf der Sonnenseite, sind hier im Ahnepark in Velmar. Velmar, eine Kleinstadt bei Kassel. Die Ahne ist ein kleiner Nebenfluss der Fulda. Und da ist dann vor gut 30 Jahren eben dieser schöne Park entstanden. Sommerliche Gefühle dort heute. Bis 25 Grad, blauer Himmel, 10 Stunden Sonnenschein. Tja, im Norden haben wir es mit der Kaltfront dieses Tiefdrucksystems zu tun. Und diese Kaltfront verlagert sich nun langsam südwärts, liegt morgen dann etwa über der Mitte des Landes, während sich das Wetter im Norden dann schon wieder beruhigt. Über dem Norden, Nordwesten, wir haben es gerade auf dem Satellitenbild gesehen, heute eben dichte Wolken. Die ziehen mit zeitweiligen Regen heute bis etwa zu den nördlichen Mittelgebirgen, in der Nacht dann weiter in die Mitte des Landes. Im Süden ist der Nachthimmel überwiegend klar. Einzelne Schauer oder Gewitter sind aber nicht ganz auszuschließen. Und morgen dann hier über der Mitte dichte Wolken, teilweise regnet es. Im Süden Sonne und Wolken, Schauer und Gewitter, örtlich auch mit Starkregen. Im Norden beruhigt sich das Wetter, dort nur einzelne Schauer. Ansonsten ist es doch trocken und zeitweise richtig freundlich. Und die Temperaturen heute Nacht, Abkühlung auf 17 bis 10 Grad. Hier vom Emsland über Schleswig-Holstein bis nach Rügen nur einstellige Nachtwerte, weil es da eben dann keine Wolken mehr gibt. Da kühlt es aus. Das sind die Temperaturen, die wir morgen erwarten. Hier im Sauerland nur noch 13 Grad. Das ist echt herbstlich. Ansonsten 15 bis 22 Grad. Nur im Süden noch der Rest der warmen Luft. Was haben wir denn da hier? 27 Grad am Oberrhein, 25 in Stuttgart oder 26 Grad in München. Wie geht es weiter? Die Aussichten am Freitag landesweit nur noch 17 bis 24 Grad, sind aber Temperaturen, die der Jahreszeit entsprechen. Im Südosten ist es unbeständig, sonst Sonne und Wolken meist trocken. Am Samstag nur noch einzelne Schauer, regional auch schon mal länger freundlich. Dann blicken wir noch auf den Sonntag. Nun in weiten Landesteilen oft sonnig und trocken und wieder wärmer, im Süden bis 27 Grad und es wird dann noch wärmer nächste Woche. Da beginnt der Herbst auf dem Kalender, der Sommer geht dennoch in die Verlängerung. Zurück zu Jesse und Sascha. Mensch, Dieter, du immer mit deinen Breaking News. Vielen Dank und liebe Zuschauer, wir haben auch Breaking News. Morgen ist Donnerstag, der 13. Da muss Ihnen jetzt nicht bange sein, nein. Donnerstag, der 13. Ist ja kein Freitag, aber ist eine gute Eselsbrücke. Donnerstag, der 13., 13 Uhr, da sollten Sie dabei sein. ARD Mittagsmagazin. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss.